Ich habe einen Eindruck gehabt für euch als Worship-Team. Ich sehe wirklich, wie Gottes Hand ganz neu über euch kommt und eure Stimmen und euch salben wird in Worship, was richtig Durchbruch bringen wird. Ich glaube, dass wir brauchen, also Predigt ist schön und gut und so, aber ich glaube, allein schon im Worship passiert Heilung. Im Worship passiert schon Durchbruch. So, ich sage immer zu unseren Worshipern in Stuttgart, ich sage, ey, ich komme direkt nach vorne und mache einen Bekehrungsaufruf, deswegen... Oh, es ist so mega, hier zu sein. Meine Frau und ich, wir fühlen uns wie Familie hier. Ich bin nicht alleine. Ich habe eine wunderschöne Frau. Und eine kleine Prinzessin ist auch da drin. Come on, 3-4 Wochen, dann geht's los. Also wenn es jetzt losgeht, dann bin ich weg. Ich habe mich nur gefragt, wo ist das nächste Krankenhaus hier? Ah, hier, okay, das ist gut. Das Erste, als wir gestern hier angekommen sind, wir haben die Felder gesehen, die Schafe. Ich habe gesagt, okay, wenn es jetzt hier passiert, wo? Ich habe gesagt, soll ich meine Predigt ändern in Psalm 23, der Herr ist mein Hirte predigen? Spaß. Ey, ist so schön hier zu sein. Wir fühlen uns wie Family hier. Ist mega, so viele Generationen zu sehen und auch Kinder. Und es ist so krass, ich war eben auch kurz draußen gesehen, dann waren Leute draußen, haben Kaffee getrunken und ich habe schon jetzt gerade im Worship für euch gebetet, dass Gott euch so ein riesen Foyer gibt, wo ihr richtig abhängen könnt. Come on! Und das passt auch heute zur Predigt, Gott ist so viel mehr. Sorry, vielleicht habe ich mich vorgestellt, ich bin Henok, 26 Jahre jung, aber ist egal. Ich habe richtig Lust, das Wort Gottes zu predigen. Wer ist ready fürs Wort? Come on! Ich merke schon, ihr seid meine Crowd, 11 Uhr Service. Die Ausgeschlafenen. Im ersten Gottesdienst waren alle Geretteten und Heiligen. Im zweiten Gottesdienst sind die Erweckten. Im dritten Gottesdienst müssen wir viel beten. Ich bin mal gespannt, wer im dritten Gottesdienst kommt. Ey, heute ist die Message, Gott ist so viel mehr, weil ich glaube, dass Gott so viel mehr für uns auch persönlich hat im Leben. Das ist heute nicht nur eine Predigt, das ist so auch ein Statement für diese Region. Gott ist so viel mehr. Und ich habe diese Message auf einer Worship-Tour durch ganz Deutschland getragen. Wir haben proklamiert, Gott ist so viel mehr. Auf den Straßen haben den Menschen gesagt, Gott ist so viel mehr. Er ist so viel mehr als das, was du momentan über ihn weißt. Er ist so viel mehr als deine Sorgen. Er ist so viel mehr als dieser Krieg und er ist so viel mehr als diese Pandemie. Und er ist so viel mehr als unsere nervigen Masken. Amen. Die Zeit wird auch irgendwann enden. Da hat jemand richtig Amen gesagt. Ich finde es auch voll schwierig. Ich freue mich schon, wenn die Zeiten vorbei sind. Gott ist so viel mehr. Und ich habe einen Bibelvers mitgebracht. Psalm 145, Vers 3. Da steht geschrieben, groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Der Psalmist wusste ganz genau in seinen Songs, das ist eine Melodie. Und er hat gesagt, wir können Gottes Größe nicht erfassen. In der Theologie hat man so drei Begriffe, die man Gott zuordnet. Gott ist allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Und dann gibt es noch über 300 Namen, die Gott hat. Und man versucht in der Theologie, man versucht Einsicht zu finden und man will wissen, warum man glaubt und was man glaubt, was gut ist. Aber ganz ehrlich, Freunde, wir wollen ja auch ehrlich heute sein, Gott ist so viel mehr als allwissend. Er ist so viel mehr als allgegenwärtig. Er ist so viel mehr als all diese Dinge und alle Begriffe. Lass mich das heute so sagen. Unser Vokabular würde nicht ausreichen, um Gott zu beschreiben. Jesaja 55, Vers 8 sagt, dass Gottes Gedanken, Gottes Wege viel größer und höher sind als unsere Wege und unsere Gedanken. So weit der Himmel von der Erde entfernt ist, so weit, so hoch sind Gottes Gedanken für unser Leben. Er ist so viel. Oh yes, come on. Gott ist so viel mehr. Ich habe ein Bild mitgebracht und dieses Bild hilft mir einfach jedes Mal, wenn ich das Bild sehe, zu realisieren, wow, Gott ist so viel mehr. Hattest du schon mal einen Moment in deinem Leben, wo du dachtest, Gott ist so viel mehr? Und ich könnte so viele Storys erzählen, aber ich habe mir heute eine herausgesucht. Und zwar, das war genau vor einem Jahr, es war 8. 9. März, Holy Spirit Night. Philipp Mickenbecker war da. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von Philipp Mickenbecker gehört hat. Wenn nicht, muss sein Name in YouTube eingeben, Real Life Guys. Und es ist, was die letzten 1-2 Jahre in Deutschland passiert ist, es ist crazy, Leute, es ist verrückt. Das Evangelium ist noch nie so schnell durch unser Land gegangen wie in der Pandemie.
jeder Fernsehsender, ARD, ZDF, WDR, SWR, alle, die auch immer kritisch gegenüber dem Glauben sind, haben über einen jungen Mann berichtet, der trotz Krebs den Namen Jesus erhoben hat. Es ist nicht unglaublich, dass in einer Zeit, es ist so verrückt, wirklich, jeder YouTuber, also wer sich in der YouTube-Welt auskennt, hat über Filme, mein Fitnesstrainer auf YouTube, Sascha Huber, wer hat auch trainiert, let's go, der hat mehrere Videos gemacht. Das heißt, das Evangelium hat die Grenzen überschritten. Wisst ihr, es ist so verrückt. An einem Wochenende, Philipp macht ein Video auf YouTube und es hat bis zu 3-4 Millionen Views. Bayern München spielt und es schauen sich 200.000 Menschen an. Ich schaue mir die größten Gemeinden an in Amerika und die haben vielleicht 100.000 von Views. Doch in Deutschland, in dem letzten Jahr, haben wir erlebt, dass über Millionen von Menschen das Evangelium gehört haben. Und es waren nicht irgendwie welche Maranatha-Christen. Und die, kennt ihr die Maranatha- und Halleluja-Christen? Das waren Menschen, die Gott nicht kennen. Das hat mir gezeigt, wow, Gott ist so viel mehr. Und ich habe mit Philipp gesprochen und es ist so verrückt. Er mir erzählt gehabt, genau vor einem Jahr, Henok, Politiker melden sich bei mir, große Religionsführer melden sich bei ihm. Einer der größten, bekanntesten im Islam, von seinen YouTube-Videos, Pierre Vogel, vielleicht von dem gehört. Er hat sich bei Philipp gemeldet und hat gesagt, ey, was du machst, ist real. Kannst du mir mehr erklären? Aber ich kann nicht öffentlich jetzt von Jesus reden. Ganz ehrlich, durch sein Leben habe ich sehen dürfen, wie Gott gewirkt hat. Und Gott ist so viel mehr. Ey, so viel mehr. Und ich möchte es heute uns allen mitgeben. So, wenn ihr das heute nur mitnehmt, Gott ist so viel mehr. Ganz ehrlich, ich kann mir von den meisten Predigt auch nur eine Sache merken. Deswegen, ganz ehrlich, das würde heute reichen. Gott ist so viel mehr. Doch um zu verstehen, dass Gott so viel mehr ist, schauen wir uns heute mal so das komplette Gegenteil an. Aber bitte nicht rausrennen. Lass uns die Spannung aushalten. Es gab einen Philosophen, der hatte mal gesagt, genau das Gegenteil von Gott ist so viel mehr. Er sagte, Gott ist tot. Und ganz ehrlich, ich hatte ein Problem damals, wenn ich diesen Satz gehört oder gelesen habe. Und ich habe immer noch ein Problem mit diesem Satz. Friedrich Nietzsche sagte, Gott ist tot. Die Philosophie, er hat sehr viel auch geprägt in unserem Land, auch das Denken. Und das siehst du auch heute auf Plakate, siehst du manchmal irgendwo in der U-Bahn gesprayt, Gott ist Tod. Und ich habe mich gefragt, was meinte Friedrich Nietzsche damit? Welcher Gott? Weil, versuch mir mal da zu folgen, wenn ich irgendwo eine Aufmerksamkeit habe, zum Beispiel jetzt meine Aufmerksamkeit liegt auf Netflix, das ist mein Leben. Das, wo ich meinen Fokus setze, ist eigentlich auch das, was ich anbete. Und das, was ich auch anbete, ist logisch, mein Gott. Kann es sein, dass Nietzsche von etwas Totem gesprochen hat, was wirklich nicht Gott war? Übrigens, du kannst nicht Gott in dein Vokabular aufnehmen und nicht irgendwie an Gott glauben. Und wie kann Gott tot sein, wenn er davor nicht gelebt hat? Und wir haben uns mit Studenten, haben wir uns mal damit richtig befasst und haben auch Bücher von Nietzsche gelesen. Das Interessante ist, er kommt aus dem christlichen Background. Das ist jemand, der Gott kannte. Es ist jemand, der in einem Umfeld aufgewachsen war, was christlich geprägt war. Doch irgendetwas ist in seinem Leben passiert, wo er gesagt hat, Gott ist tot. Ich frage mich, kann es sein, dass er die Religiosität und die Tradition der Menschen gesehen hat oder irgendwo in der Kirche war und gesagt hat, Gott ist tot? Ganz ehrlich, da würde ich ihn sogar verstehen. Das in manchen Orten. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wenn heute Menschen dein und mein Leben sehen, sagen sie, Gott ist so viel mehr oder sagen sie, Gott ist tot? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe eine Entscheidung getroffen, dass wenn Menschen mein Leben sehen, dass sie realisieren, dass das Grab von Jesus Christus leer ist. Wenn Menschen dein Leben sehen, come on, dann sollen sie erkennen, dass Jesus lebt. Er ist lebendig. Wir haben es gehört, die Auferstehung. Gott ist so viel mehr als tot. Am liebsten würde ich zu Nietzsche in seinem Grab gehen, würde ihn aus den Toten herausholen, weil er ist gerade tot. Es ist witzig, wenn Sterbliche so einen Satz sagen. Ich würde ihn aus seinem Grab holen und sagen, hey, Bro. Ich würde ihm sagen, Gott ist so viel mehr als tot. Und ich wünschte, du könntest heute hier mit uns im Sonntag Gottesdienst sein und das erleben, dass Gott so viel mehr ist als tot ist.
In Johannes 11, 24 sagt Jesus diesen berühmten Satz: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, der wird ewig leben. Freunde, der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist nur eine Brücke zu einem besseren Ort. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist so viel mehr als Tod. Er hat den Tod entmachtet. Tod, wo ist dein Stachel? Deswegen können wir voller Hoffnung und Freude sein, auch wenn alles crazy ist. Ganz ehrlich, also wenn ich mich mit 13, 14, 15-Jährigen unterhalte und sage, hey, wie siehst du die Welt? Für die ist es nur Corona und Krieg und also es ist voll verrückt, was die junge Generation gerade durchmacht. Wir müssen für sie beten. Und ich rede oft mit vielen Jugendlichen, die stellen mir Fragen und ich sage, ey, die Bibel sagt, dass wir in einer Welt leben, es wird Probleme geben. Wir werden Probleme haben. Wir werden Stürme haben. Die Bibel, ich bin so dankbar, dass die Bibel so real ist. Wir sind manchmal leider nur fake. Die Bibel ist real. Jesus sagt, ihr werdet Probleme in dieser Welt haben, aber habt keine Angst, ich habe diese Welt überwunden. Das heißt, in Christus können wir sicher stehen, weil er so viel mehr ist als der Tod. Es nimmt uns die Angst. Gott ist so viel mehr als Tod. Ich wünsche, ich könnte das Menschen überall auf der Straße sagen, ey, Gott ist so viel mehr als Tod. Ich weiß nicht, ich habe das oft in der Stadt, ich weiß nicht, ob das im Land auch so wäre, das würde mich interessieren, dass Leute auf mich zukommen und sagen, hey, willst du irgendwelche Drogen kaufen? Und ich habe auch meine Frau gesagt, warum kommen immer die ganzen... Und ich habe mich und dann kommen sie immer und sagen, ich frage mich immer dann so, okay, warum wollen sie mir Drogen ticken? Klar, ich nutze das jetzt als eine super Plattform, weil ich habe nicht nur irgendeine Droge, come on. Und ich rede dann mit den Menschen, dann denke ich mir so, ja, hier, nimm das doch. Und dann erzähle ich denen von Jesus. Und dann fangen die an, mich auszulachen. Sagen sie, ja, du glaubst an Jesus. Und ich sage, ja. Und dann sagen die so, ihr Christen seid doch verrückt. Und dann schaue ich den Typen an und sage so, du bist verrückt. Weil du bist gerade auf Droge. Ist nicht interessant, wie Menschen versucht haben, unseren Glauben darzustellen wie eine Krankheit. Freunde, unser Glaube ist keine Krankheit, es ist die Heilung für die Welt. Und es braucht Christen, die mutig sind. Gott ist so viel mehr. Komm mir nicht, oh, Leute sagen, ah, ihr glaubt an Hoffnung und Liebe. Ja, das suchst du in den Drogen, Hoffnung und Liebe. Wir müssen mutiger sein, auch das rausbringen. Auch nicht so begrenzt denken. Freunde, Gott ist so viel mehr und es passiert gerade so viel in unserem Land. Und wir erleben das täglich, auch in unseren Gottesdiensten, dass Menschen zu Jesus kommen. Wir leben in so einer spannenden Zeit, ey, ist so viel mehr als Tod. Ich glaube wirklich, wir leben in Erweckungszeiten, Revival. Und wenn ich von Erweckung heute spreche, rede ich nicht von irgendeiner Bewegung, die irgendwo dort draußen passiert, sondern Erweckung passiert erstmal tief in deinem Herzen. Umkehr, Erweckung passiert hier. Erweckung ist so, wenn so ein plötzlich vernommener Aufruf zu Hingabe. Es ist auch oft, wenn wir es in der Geschichte sehen, dass Menschen auf einmal irgendwie realisieren, da ist doch irgendetwas, da ist doch mehr. Doch das passiert nicht in irgendwelchen Gott. Es beginnt in deinem Herzen. Es beginnt in deiner Familie. Es beginnt auf deinem Arbeitsplatz mit deinem Chef, mit dem du dich vielleicht nicht verstehst. Erweckung passiert tief im Inneren. Und wenn sie im Inneren stark ist, dann geht sie raus. Und dann merkst du, dass deine persönliche Erweckung zur Erweckung für andere wird. Ey, ich wünschte das nicht. Ich finde es interessant, ist aber eine sehr steile These. Einige Jahre später, nachdem Nietzsche dieses Statement macht, haben wir die Azusa-Erweckung. Ich wünschte, er hätte in dieser Zeit gelebt und hätte dieses Statement gemacht, Gott ist tot. Ganz ehrlich, wir müssen es den Menschen unmöglich machen, nicht an Gott zu glauben. Ich habe im ersten Gottesdienst gesagt, ich komme gerade während der Schwangerschaft nicht klar. Meiner Frau geht es richtig gut. Sie macht es mega. Ich komme nicht drauf klar, dass einfach ein Leben dort ist. Ich fange nachts an, mit meiner Tochter zu reden und sie reagiert. Und ich denke mir so, wie kann man nicht an Gott glauben? Dass irgendein Mensch gerade drin ist, sieht so aus wie wir vielleicht, keine Ahnung. Ist doch voll abgefahren, jetzt mal ganz ehrlich. So. Ja, und wir reden immer hier von der Vernunft. Und ihr wisst, das war ein Statement in der Zeit der Aufklärung. Vernunft, Vernunft, Vernunft. Ganz ehrlich, in der Pandemie, du bist irgendwo bei Aldi oder Rewe und du merkst, gibt es kein Toilettenpapier mehr. Ich weiß nicht, wie es auf dem Land war, aber in der Stadt gab es kein Toilettenpapier. Ich bin mir sicher, ihr hattet hier vielleicht Reserven gehabt. Aber ganz ehrlich, Leute kommen hier in Deutschland mit Vernunft und wir haben kein Toilettenpapier.
Vernunft ist gut. Glaube und Vernunft und Verstand, das geht super zusammen. Sogar die Vernunft hilft uns und macht sogar das Wort Gottes sprachfähig. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir leben, oh, ich habe gelesen, ihr habt hier 4000 Einwohner insgesamt in der ganzen Region. Ey Leute, das ist mega, ich bin da begeistert von, weil wir sind heute in den drei Gottesdiensten hunderte von Menschen. Ich glaube, es gibt keine andere Church oder eine Großstadt, wo du so viel, also in Prozenten Menschen erreichst. Wenn hier Erweckung abgeht, glaub mir, das werden alle Kühe hier erfahren. Come on. Und auch die Schafe. Ey, ganz ehrlich, gestern hatten wir hier einen Jugendgottesdienst gehabt. Es war voll der Raum. Das wird sich rumsprechen, dass Gott gestern gewirkt hat und Menschen haben sich für Jesus entschieden. Ist so genial, Leonie, die Arbeit, die ihr hier macht, es wird mega, es wird sich rum. Ey, wie krass ist das? Ich kann mich erinnern, ich habe vor 3 Jahren auf dem Land gepredigt und dann war ich... Und wirklich, wir müssen stolz dafür sein. Und ihr seid sowieso stolz, es ist sowieso viel besser hier zu wohnen als irgendwo in der Stadt. Und das Krasse ist, ich kann mich erinnern, ich bin irgendwo in so einem Laden, dann sagen die so, oh, Sie sind doch dieser Prediger, der heute predigen wird. Dann gehe ich einen Döner essen und die Leute da wussten, ah, Sie predigen doch heute in dieser Kirche. Dann habe ich den Pastor gefragt, er sagt so, Henok, das waren 6.000, 7.000 Einwohner, das spricht sich halt rum. Wir hauen überall Plakate, unsere Leute erzählen das überall. Wir gehen jedes Mal zum gleichen Bäcker und wir erzählen von dem, was Gott macht. Wie krass wäre das, wenn Leute hier in der Umgebung erfahren, dass Gott so viel mehr ist. Ich glaube, Erweckung wird ausbrechen, come on. Und er will eure Church gebrauchen. Deswegen ehre ich so, dass ihr hier seid, euch auch entschieden habt, hier euch zu investieren. Das ist mega. Gott wird einiges sagen. Ihr habt unglaublich gesegnete Pastoren übrigens. Richtige Style-Ikonen auch. Das ist. Ich wollte eigentlich heute. Ich finde es richtig cool. Mehr Style als die Leute in der Stadt. Ich will. Come on. Ey, so genial. Ey, Gott ist so viel mehr als tot. Ich wünsche, ich könnte Nietzsche rauspacken, so einen kleinen Stups geben, so Hände auflegen und würde ihm sagen, Gott ist so viel mehr als tot. Ich würde ihm auch sagen, Nietzsche, Gott ist nicht nur viel mehr als tot, er ist so viel mehr als Religion und Tradition. Er ist so viel mehr als das, was du vielleicht erlebt hast. Wisst ihr? Und es ist ganz wichtig, wenn wir jetzt über Religion und Tradition reden, es muss nicht immer negativ sein. Doch wenn das Ritual wichtiger wird als die Person Jesus, dann haben wir ein Problem. Wenn deine Routine und dein Vaterunser am jeden Abend, was du betest, viel wichtiger ist als die Beziehung zu Jesus, dann haben wir ein Problem. Jesus sagt, in Jesaja lesen wir, das wird schon prophezeit, und Jesus sagt über die Pharisäer, dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Jesus möchte nicht dein Lippenbekenntnis, er möchte dein Lebensbekenntnis. Er möchte dein Leben, er ist ein persönlicher Gott, kein Gott, der weit weg ist. Er möchte hier in deinem Herzen sein. Und wenn unser Glaube nur das Lippenbekenntnis ist am Sonntag, dann haben wir wirklich ein Problem. Weil ganz ehrlich, wenn wir nur unser Lippenbekenntnis haben, wie sollen Menschen erfahren, dass Gott so viel mehr ist? Weil ganz ehrlich, das würden sie uns nicht nur glauben, wenn wir von Gott reden. Sie wollen es in unserem Leben sehen. Ich finde das so genial, jetzt in diesen letzten Tagen haben wir als Kirche in Stuttgart haben unser Gebäude geöffnet. Wir hatten schon jetzt 5 LKWs, die in die Ukraine reingefahren sind, haben so einen humanitären Pass bekommen, können direkt ins Kriegsgebiet reinfahren. Und wir haben so viele Menschen von überall, die ihre ganzen Spenden bringen. Und wir haben schon die ersten Flüchtlinge aufgenommen. Was glaubt ihr, was diese Woche in der Kirche los war? Jeder Nachrichtensender war da und wollte es erfahren. Und dann habe ich auch zum Team gesagt, Freunde, jetzt merkt ihr, der Weg zur Kirche wird nicht mehr komisch sein. Der wird nicht mehr weird sein, sondern die Menschen kommen, es ist wirklich, dann stündlich sind Leute und ich war so stolz darauf. Kirche ist viel mehr als Religion und Tradition. Und wenn Menschen das sehen, dass wir auch helfende Menschen sind, dass wir den Auftrag Jesu auch leben, nicht nur das Evangelium predigen, sondern auch mit Brot kommen, dann macht es einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Gott ist so viel mehr als Religion und Tradition. In Markus 2, eine interessante Geschichte von
Das ist die Heilung des Gelähmten. Das sind die vier Freunde, so Freunde will ich auch haben, die ein Dach aufgerissen haben und ihren Freund zu Jesus gebracht haben. Ey, solche Freunde brauchst du, die bereit sind, das Dach aufzureißen, um dich in die Kirche zu bringen. Come on. Vielleicht können wir das auch hier machen. Reiß das Dach einfach auf. Nein, bitte nicht. Aber wie gehen so Freunde will ich in meinem Leben haben. So Menschen will ich um mich herum haben. Sie bringen diesen Gelähmten. Und Jesus schaut ihn an. Und ich finde es krass, was Jesus sagt. Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. In dem Moment, ich würde mir auch denken, really Jesus? Ganz ehrlich, der braucht Heilung, der kann nicht laufen. Und Jesus sagt, deine Sünden. Und die Pharisäer sind die Ersten, die sich beschweren. Und da merke ich, oh, ich habe auch einen kleinen Pharisäer in mir. Wir alle, ganz ehrlich, wir reden immer so, was heißt negativ über die Pharisäer, aber das waren richtig gelehrte, Hoch-Elite-Menschen, also die kannten die Tora auswendig, das ist crazy. Aber Religion war dem wichtiger als Jesus. Und sie sagen, wie kannst du, wer kann Sünden vergeben? Und ich liebe diesen Move, den Jesus gemacht hat und er sagt, Pharisäer, ich kann nicht nur Sünden vergeben, ich kann auch zum Gelähmten sprechen. Und er sagt, das mache ich sogar jetzt. Steh auf, nimm deine Matte und fang an zu laufen. Jesus sagt, ich habe Vollmacht nicht nur über Sünde, sondern ich habe auch Vollmacht über Krankheit. Ich bin so viel mehr, als ihr denkt. Ich frage mich, wenn Jesus heute hier reinkommen würde, mit was würde er uns konfrontieren? Ich glaube, mit unserer Begrenztheit. Er wird sich denken, Leute, ich bin so viel mehr. Ich kann so viel mehr tun. Ich kann so viel mehr bewegen, als das, was ihr euch momentan vorstellt. Gott ist so viel mehr als Religion und Tradition. Wo sind wir gefangen in Religiosität und in Tradition? Zum Beispiel, ich habe eine Tradition weitergegeben bekommen von meiner Mom. Und zwar jeden Abend, machen wir auch heute noch, beten wir das Vaterunser. Und wir beten Epheser 6, 12, 13. Wir ziehen die Waffenrüstung Gottes an. Wir gehen als Krieger schlafen und wir stehen als Krieger auf. Ich liebe das so. Das hat meine Mom. Ich weiß nicht, wenn du in der Kirche aufgewachsen bist, wenn du eine Mutter hattest, die für dich gebetet hat, dann kann ich mit dir fühlen. Ich war irgendwo um 1 Uhr im Club, meine Mutter ruft mich an und sagt, du machst gerade etwas, was nicht gut ist, du kommst jetzt nach Hause. Und ich denke mir so, ja, da, jetzt geil, aber damals habe ich mir gedacht, okay. Ich bin so dankbar, weil das Gebet meiner Mutter hat mich echt richtig, richtig supportet und also vor so vielen schlimmen Dingen aufbewahrt. Ja, ich vergesse nie, dass ich wurde einmal nachts abgeholt von Freunden und die haben mich mit ins Rotlichtviertel gebracht und haben gezahlt und gesagt, ey, heute wirst du mit einer Prostituierten schlafen. Und ich stehe vor der Prostituierten und ich fange einfach an zu weinen. Und ich konnte einfach nicht. Ich bin da zusammengebrochen. Alle haben mich ausgelacht. All meine Freunde haben mich ausgelacht. Ich komme nach Hause und meine Mutter sagt, ich habe dich gesehen, wie du in einem Loch warst und wie eine Hand dich da rausgeholt hat. Ich habe die ganze Nacht für dich gebetet. Wenn ihr Kinder habt, betet für eure Kinder, betet für die junge Generation. Gott wird sie gebrauchen als eine Stimme für unsere Zeit. Ich bin so dankbar für meine Eltern, auch für meinen Papa. Das ist mega. Ich habe da durch sie lernen dürfen, dass Gott so viel mehr als Religion ist. So viel mehr als Tradition. Er ist nahbar, er ist erfahrbar. Auch wie ich eigentlich richtig mich zu Jesus bekehrt habe, war nicht in der Kirche, Jesus mir in meinem Zimmer begegnet. Und deswegen, das ist meine Biografie. Jesus ist in meinem Zimmer gekommen und ist mir begegnet. Deswegen glaube ich, dass Jesus dir begegnen kann, egal wo du momentan steckst in deinem Leben, egal was für ein Loch du gerade bist. Weil Gott so viel mehr ist als Religion und Tradition. Ich liebe es, wenn wir jeden Sonntag in die Kirche kommen und hier Halleluja singen. Aber ganz ehrlich, ich kann mich erinnern, als ich in der Kirche angefangen habe zu worshipen, nach 1 oder 2 Jahren, ich habe gesagt, ich habe keinen Bock darauf, jeden Sonntag Halleluja zu singen. Ich möchte dieses Halleluja auf die Straßen bringen. Ich möchte dieses Halleluja draußen bringen, zu meinen Freunden, da wo Gott mich setzt, auf meinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni. Ich möchte, dass jeder auf dieser Welt hört, dass Gott so viel mehr ist. Gott ist so viel mehr und dieses so viel mehr kann ich nicht nur für mich behalten, es muss jeder hören. Und nicht irgendwie verkrampft und religiös, sondern einfach ganz natürlich. Ganz natürlich, dass Menschen sagen, ey, da ist irgendwas anders. So verrückt. In 2 Wochen werde ich mich mit meinem besten Freund treffen. Wir haben zusammen das Abitur gemacht. Er heißt Tarek. Und wir waren richtige Bros. So. Wir hatten so eine richtige Bromance gehabt. Er war Muslime, ich war Christ. Und das ist so krass. Ich habe, an unserem Abschlussball habe ich geheult, weil ich mich wie so ein Versager gefühlt habe, weil ich ihn nicht zu Gott führen konnte. 4 Jahre später
5 Jahre später, ich war auf Mission in New York, ich komme zurück nach Deutschland. Er ruft mich irgendwann an. Er sagt, Henok, du weißt nicht, was passiert ist. Dein Gott ist mir begegnet. Jesus ist mir begegnet. Letztens telefonieren wir und ich höre, wie er im Radio Waymaker hört. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Und das ist einer meiner besten Freunde. Und ich dachte, ich habe versagt. Und Jahre später kommt zu Gott. Ich habe Leute, die mir schreiben aus meiner Schulzeit. Meine Deutschlehrerin hat mir geschrieben, sagt, Henok, ich habe dein Buch gelesen. Die so, das kann nur ein Wunder sein. Wie hast du das geschrieben? Ey, so mega. Und dann habe ich ihr von Jesus erzählt. Ich sage, schau dir mal auf YouTube die Predigten an. Ist so krass, wir können Einfluss nehmen, da wo Gott uns gesetzt hat. Und dort einen Unterschied machen. Gott ist so viel mehr als Religion und Tradition. Mein letzter Punkt für diese Predigt heute ist, und das war auch ganz stark im ersten Gottesdienst, ich würde zu Nietzsche sagen, Gott ist so viel mehr als Tod, er ist so viel mehr als Religion und Tradition, und ich würde zu ihm sagen, Gott ist so viel mehr als deine Enttäuschung. Ich brauche kein Psychologe zu sein, um zu sehen, dass jemand, der so ein Statement macht, enttäuscht worden ist. Enttäuscht worden ist, vielleicht vom Glauben. Weil irgendwie der christliche Glaube ihm das nicht gegeben hat, was er sich gewünscht hat. Freunde, unser Glaube ist kein Wunschkonzert. Oft sagen wir, ja Gott, ich bin Christ geworden, warum habe ich noch Probleme? Ganz ehrlich, es ist wahrscheinlicher, dass du mehr Probleme hast als Christ als davor. Doch die Hoffnung ist, du bist nicht mehr alleine in deinem Problem. Du bist nicht mehr alleine in deinem Sturm. Und du hast eine Hoffnung, eine ewige Hoffnung. Die Perspektive ändert sich. Aber du wirst auch Widerstand haben, auf jeden Fall. Viele verlassen den Glauben, weil sie nach gewissen Jahren realisieren, es hat mir doch nicht das gegeben, was ich immer wollte. Es ist kein Wunschkonzert. Jesus ist nicht irgendwie so ein Genie-Geist, den wir sagen, ich habe 3 Wünsche und die erfüllst du mir. Nein, er ist gekommen, um uns Leben, Überfluss zu geben und ewiges Leben. Glaubst du nur an Gott, wenn es dir passt? Vielleicht wurdest du enttäuscht von Kirche, vielleicht wurdest du enttäuscht von Menschen, vielleicht wurdest du enttäuscht von Freunden, Familie. Ich will dir sagen, Gott ist so viel mehr als deine Enttäuschung. Er will deine Enttäuschung drehen. In der Bibel lesen wir in Johannes 20, Thomas, der Zweifler, er war enttäuscht. Ganz ehrlich, die Jünger waren enttäuscht, die sind mit Jesus unterwegs und dann sehen sie, sie haben sich mal gesehen, sie haben sich versteckt. Die Frauen waren da, als Jesus gekreuzigt worden ist. Die Jünger hatten Angst gehabt. Wie kann Jesus, wo wir wirklich dachten, dass er Gott ist, sterben? Als Jesus tot war, war die Hoffnung erstmal tot. Die Hoffnung war unter der Erde. Wir können diese Geschichte heute sehen in der Perspektive der Auferstehung. Die Menschen damals haben nur den Tod und Karfreitag gesehen. Wir wissen, was an Ostersonntag passiert. Das wussten sie damals nicht. Thomas hat gezweifelt. Als Jesus auferstanden ist, hat sich seinen Jüngern gezeigt, zeigt seine Wunde zu Thomas und sagt, hey, greif doch mal tief rein. Und ich glaube, das, was Jesus heute machen möchte, er möchte uns heute tief hineinnehmen, dass wir in seinen Wunden greifen und sagt, so, schau mal, das habe ich für dich getan. Und er nimmt deine Enttäuschung und deine Enttäuschung wird umgewandelt in Freude. Er nimmt deine Trauer und deine Trauer wird gebrochen in Jesu Namen. Ich glaube heute, dass Gott kommt und sagt, du darfst in meine Wunde reingreifen und du darfst erleben und spüren, was ich für dich am Kreuz gemacht habe. Weil am Kreuz war die Erlösung. Am Kreuz hat uns Gott gezeigt, dass er so viel mehr ist. So viel mehr, als man sich je vorstellen konnte. Gott ist so viel mehr, Church.